Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier, der mit der Glatze, das ist der Pujan. Und ich bin der Sashi. Und das ist der Sashi. Ja, und wir reden heute über den 10. Juli. Happy Birthday, sagen wir zu wem? Am 10. Juli ist Geburtstag von Mario Gomez. Mario Gomez, der Fußballer. Finden nicht immer so geil. Erzähl mal, was hat denn der so für Stationen gehabt, die dir so einfällt? Bayern? Regie, können wir mal heute ein bisschen Hintergrundwissen haben? Regie? Ist schon Regie? Ist schon besoffen im Kahn. Also, Bayern? Ja. Ist egal, Wolfsburg und Wolfsburg, sonst ja. Genau. In der Nationalmannschaft, hat er ja auch, Stuttgart, ja, hat er auch gespielt. Ja. In der Nationalmannschaft hat der Mehmet Scholl ja mal bei einem Spiel gesagt. Hat er nicht auch mal im Ausland gearbeitet? Ja, in Moskau? Ja, kann sein. Weiß nicht so genau. Jedenfalls, der Mehmet Scholl hat mal gesagt, der Mehmet Scholl sollte mal im 16er... Der Mehmet Scholl sollte im 16er... Ja, der Mehmet Scholl hat mal gesagt, der Mario Götze sollte mal gewendet werden, weil er liegt sich sonst wund während des Spiels. Ah. Das war so ein Spiel. Aber ein Knipser. Ja. Schon. Also wenn du ihn genau auf den Quadratzentimeter zugespielt hast. Genau. Und er den Kopf nur hinhalten musste. Dann hat das gedotzt. Aber sowas von. Das Ding auch drin, ne? Da war es aber auch drin, ne? Tja. Ja. Sag mal, Fußballer, da gibt es ja solche und solche. Ja. Die meisten beenden ihre Karriere ja mit, ich sag mal, Ende 20, Anfang 30. Naja. Und dann kommt es darauf an, was haben sie in der Zwischenzeit mit der Kohle gemacht. Ja. Würdest du sagen, einer von den Cleveren? Oder weiß ich doch nicht. Würdest du besorgen? Ich meine, du hast auch schon mal Kevin Kurani im Sportstudio bei einem Interview gesehen. Ich schwöre, ich wolle. Ja, stimmt. Ne? Ich glaube, Mario Götze kriegt das hin. Mario Götze. Schön, dass wir nicht über Mario Götze sprechen, aber gut. Am 10. Juli 1985. Merkt euch dieses Datum. Jetzt könnt ihr es vergessen. Im neuseeländischen Auckland wird das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior vom französischen Geheimdienstagenten versenkt. Ja, das war damals. Warum machen die sowas? Naja, weil sie Greenpeace blöd fanden. Aber das war ja damals noch nicht klar, das kam ja erst später raus. Ich finde es schade. Hat so eine schöne Farbe gehabt. Hat so eine schöne Farbe gehabt, genau. Aber am 10. Juli ist auch Unabhängigkeits in den Bahamas. Also auf den Bahamas, sagt man ja. Aruba, Bahama, come on pretty mama. Nee, nicht Bahama. Aruba, Bahama. Doch, Aruba, Bahama. Nicht Bahama. Ja, ja. Unabhängigkeitstag auf den Bahamas. Seit kurz. Seit wann? Sascha, wo liegen denn die Bahamas? Die Bahamas sind da unten, da hinten in der Karibik. In der Karibik? Ja. Oder? Wo sind sie? Wo sind sie sonst? 1973 hat das stattgefunden. Ja. Und wo liegt denn Bahamas? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte dich bloßstellen. Aber blöd. Blöd ist weiß, hä? Bahamas, Bahamas. Ist doch egal. Ja. Hauptsache. Ja. Hauptsache mit gewiffen. Das war's wieder. Eine weitere Folge von Shoki Banoki Daily, eures Angeberwissens. Genau. Ja. Wir sehen uns morgen wieder, dann zum Glück nicht mit Pujan. Gott sei Dank. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.